Rose fröhlich, echter Patientenfall. Linsenchips besser als Kartoffelchips oder Erbsenchips besser als Kartoffelchips? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und bei mir kam eine Patientin in die Praxis, beziehungsweise was ein Pärchen, die mich gefragt haben, ob eigentlich diese Erbsenchips, die sind ja viel gesünder, als wenn sie Kartoffelchips essen. Oder wenn sie Linsenchips hätten sie gesehen, 90 Gramm. 2 Euro Schiss bin ich tot irgendwie, keine Ahnung, wie der Preis jetzt genau war. Auf jeden Fall, die wären ja viel besser und die wären ja gesünder und die hätten ja das Erbsenprotein. Jo Leute, habe ich mir das mal angeguckt. Wie ist es jetzt wirklich? Also, es ist wie mit allen Sachen immer wieder spannend. Bei den Linsen und Erbsenchips ist es so, dass wir natürlich das gute Eiweißpulver aus den Linsen und auch das Erbsenprotein, das Linsenprotein tatsächlich auch, dass das genutzt wird, in der Regel 30-40% ungefähr für das Produkt. Dann haben wir ja immer noch 60% im Durchschnitt übrig, wenn wir mal einfach von 40% ausgehen. Davon ist ein großer Anteil, nämlich fast 50% in der Regel immer zusätzliches Mehl, um natürlich irgendwie diese Chips oder diese Chipsstrukturen auch herzubekommen. Und dann nutzen die zum Beispiel Maismehl oder Reismehl, was am Ende ja zu Zucker umgewandelt wird. Das heißt, das Protein, der Anteil des Proteins ist ja in Ordnung. Wenn aber ich auch Linsenmehl, also die Stärke nutze und die Stärke als Mehl in das Produkt gebe, dann hebt das Mehl den Blutzucker an. Das heißt, das Reismehl, das Maismehl und auch das Linsenmehl oder das Erbsenmehl, denn es ist ja nicht immer nur das Erbsenprotein, was genutzt wird, weil so viel Eiweiß haben wir ja am Ende in diesen kleinen Erbsen oder Linsen auch nicht. Und daher wird dem Produkt immer Mehl zugesetzt. Was macht das Mehl? Erhöht den Blutzucker, weil es am Ende das Mehl oder die Stärke zu Zucker umgewandelt wird. Also die kleinste Einheit ist die Glucose. Und in dem Moment erhöhen die den Blutzucker genauso und die machen sozusagen genauso den Blutzuckerverlauf. Das liegt einfach daran, dass man eben nicht wirklich so viel Eiweiß an sich mit drin hat. Es ist so, dass bei 90 Gramm Produkt sozusagen, also Linsen oder Erbsenchips, man ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate drin hat, also 59 sind es manchmal, und in dem Sinne ungefähr 4 Gramm zusätzlicher Zucker, den braucht man manchmal einfach, um den Geschmack auch hinzukriegen. Die Gewürze kommen ja noch damit rein, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn man jetzt ein Beispielprodukt nimmt mit klassischen Chips, zum Beispiel, also klassische Kartoffelchips, dann ist die Zutatenliste echt erstmal weniger. Fand ich auch ganz spannend, ne? Stand gar nicht so viel drin. Dann ist es häufig so, dass die Kartoffel als Grundlage ist und sozusagen verwendet wird. Also am Ende ist es dann die Kartoffelstärke, das, was ich in der Kartoffel selber habe. Die Kohlenhydrate waren mit 49 angegeben, also weniger als bei den anderen Erbsen- oder Linsenchips. Ist jetzt auch nur ein Beispiel. Und spannend fand ich auch, der Zuckeranteil war auch geringer, nämlich nur 2,5. Also man hat ungefähr einen Würfelzucker, die sind ja ungefähr 2,5 Gramm schwer. Und bei den Erbsen- oder Linsenproteinen hatte man tatsächlich 4,2 Gramm. Das heißt, eine etwas höhere Menge an Zucker. Das heißt, was ist jetzt besser? Also billiger wären die normalen Kartoffelchips. Menge ist entscheidend. Bei beiden haben wir im Durchschnitt 40 bis 50 Gramm Kohlenhydrate, die zu Zucker umgewandelt werden. Und 10 Gramm Kohlenhydrate, bei vor allem im Vergleich, sind ungefähr 4 Würfel Zucker. Das heißt, habe ich 50 Gramm Kohlenhydrate, muss ich 5 mal 4 Würfel Zucker rechnen. Und dann weiß ich ungefähr, wie viel Zucker aus der Stärke entsteht. So, und da ich jetzt die Kartoffelchips 10 Gramm im Groben, im Durchschnitt weniger hatten, ja, ist die Kartoffelchips manchmal gar nicht so schlimm. Am Ende ist, egal was ich esse, aus beiden geht der Blutzucker hoch. Bei beiden habe ich die Möglichkeit, dass Zucker entsteht. Chips, das sind, ne, verarbeitete Produkte sozusagen und sie lassen halt den Insulinspiegel ansteigen und deshalb wird auch schneller Körperfett draus. Also an der Stelle, ihr könnt selber entscheiden, was ihr wollt. Menge ist entscheidend.
Die Menge wäre ungefähr eine, ich weiß gar nicht, wie man das zeigen kann, eine Handvoll Chips als eine Portion. Aber häufig haben wir die Tüte und füttern die auf und weg ist es, ne? Oder? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das so geht mit den Chipsies. Ihr Lieben, für den ganzen Content wisst ihr ja, plus weg abonnieren. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ja, schreibt mir mal eure Fragen gerne in die Kommentare für die nächsten Videos, was ihr schon immer gerne hören wolltet. Ich danke euch erstmal für euren Support und habt einen schönen Tag, eure Sandra.